Meine Existenz begann, als der Reisende starb. Als alles um uns herum unterging. Vor diesem Tag gab es keine Geister. Und es gab keine Hüter. Ich weiß nicht viel über den Reisenden. Aber er erschuf mich, um dich zurückzubringen. Und ich habe eine lange, lange Zeit damit verbracht, nach dir zu suchen. Das Kosmodrom? Nicht der erste Ort, an dem ich suchte. Als ich sah, wie die anderen Geister ihre Hüter fanden und die Jahrhunderte vergingen, zweifelte ich, ob ich dich jemals finden würde. Und dann fand ich dich. Ich erinnere mich an alles vom Tag meiner Geburt. Ich trage noch immer die Narben. Die Erwachten sind nun meine Familie. Und ich ihre Königin. Wir kämpften, um unsere schöne Kreation zu schützen. Und nun kommt dieses Biest und nennt sich König? Marasov verbeugt sich vor niemandem. Wir wissen beide, wie es enden wird. Schon seit du entkommen bist aus dieser Grube. So, meine lieben Herolds, was geht? Ich begrüße euch zu Destiny. Lange ist es her, dass der Ben und ich Destiny hier gespielt haben. So ungefähr ein Jahr. Da müsst ihr mal im Kanal nach ganz unten scrollen. Da findet ihr noch alte Destiny-Videos, ja? Wir starten jetzt mit dem Patch 2.0. In Destiny hat Jahr 2 begonnen und ich muss sagen, es weht ein sehr frischer Wind in Destiny, der diesmal wirklich nicht nach Eierfurz riecht. Da könnte wirklich jetzt, ich sag mal, ein bisschen mehr Potenzial hinterstecken, ja? Da merkt man, da sind die Leute mal endlich auf die Community eingegangen und haben wirklich einiges verändert. Und zum einen gehen wir da jetzt mal in das Menü und wir haben da zum Beispiel
Das ist neu. Wir können unseren Geist ausrüsten. Das war ja vorher bei Destiny mega fail. Wir hatten zwar einen Geist, der war in der unteren Sparte und zwar hierbei und hatte dann auch mehrere Felder, ups, jetzt bin ich rausgegangen, hatte dann auch mehrere Felder, wo man dachte, ey, ich finde irgendwann mal einen Shader oder so dafür, dass ich den die Farbe verändern kann oder so. Nee, am Arsch, war nix. Nix hat man gefunden, ja. So, dafür haben wir den jetzt hier bei uns in der Ausrüstung. Er gibt uns Verteidigung und hat sogar Fähigkeiten. Sehr cool. Dann haben wir ein Relikt. Ein Relikt jetzt bei uns, das gibt uns auch zusätzliche Fähigkeiten und Verteidigung und unser Klassengegenstand, der uns vorher eigentlich nichts gebracht hat, nur schön aussah, gibt uns jetzt ebenfalls Verteidigung und Fähigkeiten. So sieht's aus. Dann, was ganz cool ist, eure Waffen hier, die mit den Waffen und der Rüstung levelt ihr euer Licht. Das hier. Es gibt einmal zwei Arten. Es gibt einmal das normale Level hier bis Level 40. Das ist das höchste, was momentan geht. Und dann macht ihr mit Licht weiter. Denn manche Missionen, die dann laufen dann nur über Licht. Über euer Lichtlevel. Ja? Und ich glaube, das geht jetzt sogar bis 300. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Der Warlock ist am höchsten von meinen drei Charakteren. Und mit dem werden wir auch zocken. Wir werden auch versuchen, alles auf möglichst schwer durchzuspielen. So, Freunde, nun sind wir wieder im altbekannten Orbit und jetzt gehen wir auf die Karte. Ihr seht direkt, es hat sich was verändert. Ihr könnt gerne mal ein altes Video von Ben und mir angucken, da werdet ihr den Unterschied dann sehen, was sich so getan hat. Das Design des Universums hat sich etwas verändert. Wir haben einen Teil eines neuen Planeten dabei, hier des Saturns haben wir jetzt, hier, wir sind im Ring des Saturns, da ist das Grabschiff, unsere neue Map, wo wir sämtliche Sachen erledigen können. Aber auch auf den anderen Planeten werden auch wieder Missionen freigeschaltet, die ihr machen könnt und das ist sehr cool. Wir starten allerdings jetzt die allererste Mission vom DLC und die findet auf dem Mars statt. Vielmehr auf, hier, Phobos, einem Mond vom Mars. Und dort startet die erste Mission König der Besessenen, der bevorstehende Krieg. Viel Spaß! Hüter, hier spricht Commander Zavala. Von der Kabalbasis auf Phobos wird ein Signal auf allen Kanälen gesendet. Die Tatsache, dass sie die Übertragungsstille unterbrechen, könnte ein Vorzeichen eines ausgewachsenen Angriffs sein. Wir machen uns zur Landung auf Phobos bereit. Ich werde deine Übertragungen überwachen, Geist. Viel Glück euch beiden. So, liebe Freunde, da sind wir nun auf Phobos in der ersten Mission von König der Besessenen. Und hier läuft gerade eine Evakuierungsaktion der Kabale. Denn hier ist Krieg. Hier gehen komische Sachen vor sich. Und wir werden jetzt gucken, was hier abgeht, liebe Freunde. Wir werden jetzt hier richtig ordentlich rasieren. Und wir spielen auf schwer übrigens. Zabal, die Kabale evakuieren mit großer Mühe. Sie werden dort unten auseinandergenommen. Sie werden auseinandergenommen. So, es geht direkt ab. Ihr seht, wir spielen auf schwer. Auf 41. 41. Wo ist jetzt dein Schnauze? So, das kann jetzt etwas tricky werden, ne? Das sag ich euch. Weil auch gerade die Besessenen, die haben es schon in sich, ja? Also die verleihen den Ganzen hier so eine gewisse Würze, ja? Da die sich so ekelhaft porten können und sich auch noch klonen können. Also da kann mal eben schnell aus einem so ein Vieh drei werden und das macht die ganze Sache dann noch so ein bisschen nervenzerreißender, sag ich mal. Aber wir werden das hier ganz gemütlich durchstehen, sag ich mal. Wir werden die jetzt hier mal so richtig schön rasieren, liebe Freunde. So, jetzt dein Schnauze jetzt hier. Es gibt natürlich auch neue Waffen, neue Rüstungen. Hier ist zum Beispiel eine neue Waffe, die sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Die gibt's im Schmelztiegel. Das ist die PvP-Arena, in der ihr Team Deathmatch und alles Mögliche machen könnt, worauf ihr Bock habt. Auch da haben wir neue Modis. Und wir werden alles zocken, was es hier von König der Besessenen gibt. Und
Am meisten freue ich mich auf den Königsfall Raid. Dann wird wieder ordentlich geradet hier, liebe Freunde. Die Leute dafür sind auf jeden Fall am Start und haben Bock wieder richtig zu raiden. Und wenn ihr mehr Bock auf Destiny habt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hey, das Spiel ist cool oder gefällt mir, dann... Oder wenn ihr selber Destiny spielt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare, auf welcher Konsole spielt ihr. Und vielleicht kann man mal zusammenspielen, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Cola mit Bitch-Ass-Eis. So, kein Problem, easy. So, wir können scannen, das ist auch, ich sag mal, mehr oder weniger neu, dass wir jetzt scannen können, wenn wir uns frei bewegen. Bataillon. Offensichtlich tot. Hier sind keine anderen Hüter. Nee, ich dachte, die schlafen. Die schlafen doch nur. Teabaggen. Wir wollen teabaggen. So. Okay, genug gescherzt. Irgendetwas hat uns angezogen. Ich kann es fühlen. Dass sie mich immer Hüter, unterbrechen müssen. Ich habe Aris Morn gebeten, den Kanal zu überwachen. Ja, toll. Aris Morn ist jetzt mit im Kanal und labert uns zu. Das ist ein Charakter aus dem ersten DLC Dunkelheit lauert. Krotas Fluch. Ja. So eine Mischung aus Schar und Mensch. Die sich sehr gut mit der Schar und diesen komischen Besessenen hier auskennt. Was die gerade irgendwo das? Aus der Dunkelheit gekrochen kommen. Fingerspitzen auf der Oberfläche meines Verstandes. Fingerspitzen auf der Oberfläche ihres Verstandes. So. Das ist dieses Zeug, was unsere normalen Gegner befällt. Und sie dann, zu Oryx Willen. Ja, zu Oryx Marionetten macht. Sie sind dann besessen. Dieses Zeug hier sieht sehr abgespaced aus. Können wir auch scannen. Machen wir mal jetzt. Die Membran versucht eine Verbindung zwischen den Dimensionen herzustellen. Doch ich denke, es benötigt einen lebenden Wirt. Aha. Auf jeden Fall sehr abgespaced. Wenn wir uns da nähern und so reingehen, sieht es aus, als ob wir so mitten im Weltraum stehen würden. Das ist der absolute Ecstasy-Trip hier. Okay, das reicht, Leute. Komm, wir wollen jetzt mal richtig rasieren hier. Oh shit, man. Was ist los bei dir? Los, du schaffst es. Nein. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen, wa? Dumm gelaufen. Er ist hier. Oryx. Deinen Willen. Hat irgendwas von Diablo. Findet ihr nicht? Und jetzt wird das richtig nice. Da haben wir sie. Oh. Ich glaube, wir sind richtig am Arsch jetzt. Ja, wir sind am Arsch. Oh, erstmal richtig schön in die Menge rotzen hier. In die Menge rotzen und nichts treffen. Zack. Eigentlich könnte ich jetzt mal so schwere Munition gebrauchen, dann könnte ich mal mein Schwert einsetzen, was nämlich auch neu in diesem DLC ist. Wenn ihr Oryx besiegt, der komischerweise ein bisschen Ähnlichkeit mit Diablo hat, meiner Meinung nach, bekommt ihr einen Beutezug für ein Schwert eurer Wahl. Für die drei Fähigkeiten Arcus, Solar und ich bin am Arsch. Sollte mal vielleicht eben kurz in Deckung gehen. Auf jeden Fall bekommt ihr drei Schwerter mit Fähigkeiten Arcus, Solar und Leere. Ich habe mich für das leere Schwert entschieden. Mit dem könnt ihr auch Angriffe abwehren. Aber ich habe leider keine Munition. Wie es Destiny so will, muss ich Munition für ein Schwert sammeln. Klingt komisch, ist aber so, liebe Freunde. So, wie gesagt, die Besessenen sind wirklich, wirklich mies. Eigentlich sind es alte Gegner, die halt jetzt hier mit einem neuen, ich sag mal so komischerweise Skin, versehen sind. Sieht aber cool aus und ich muss sagen, Destiny macht momentan wieder richtig Spaß, denn es ist so ein Game, wenn man es zu lange spielt, dann fuckt es irgendwann ab. Also es war vorher so. Jetzt nach der Veränderung, muss ich sagen, ist der Spaßfaktor doch wieder etwas hochgegangen. Das haben mir auch Leute gesagt, die Destiny auch jetzt länger nicht mehr gespielt haben, weil sie es nicht eingesehen haben.
diese Preise für so wenig Content zu zahlen. Das ist ja auch wirklich wahr. Also die ersten DLCs waren nichts Besonderes. Ich habe sie zwar gespielt, weil ich nach wie vor der Meinung bin, Destiny könnte echt noch was Gutes werden. Jetzt auf jeden Fall haben sie bewiesen, dass sie Veränderungen, also für Veränderungen zu haben sind, ja. Und ich muss sagen, Bock macht es auf jeden Fall. Und ich hoffe, wenn ihr Bock habt auf Destiny, wir werden das Ganze jetzt hier wieder mal ein bisschen öfter spielen. Wir müssen sowieso mal wieder ein bisschen öfter spielen in dem Puff hier. Das ist ja, wir haben einen Gaming-Kanal und hier wird nichts gezockt, liebe Freunde. Keine Ahnung, ey. Wie ein Strandurlaub ohne Strand, ne, liebe Freunde. Das lassen wir uns nicht gefallen und den machen wir jetzt erstmal platt hier, den Homo. Los! So, ich demonstriere euch jetzt einmal meine neue Fähigkeit, denn jetzt wurde für jeden Charakter auch ein neuer Fokus erstellt. Ja? Und ich zeige euch den jetzt mal. Leute, das ist real Star Wars, liebe Freunde. Das ist Star Wars. Seht euch das an. Ich bin fast tot. Also habt ihr gesehen, der Fokus ist nice. Also wer Destiny noch nicht kennt, ich werde so möglichst viel zeigen, ja. Und für die Leute, wie gesagt, die Destiny vielleicht selber spielen, schreibt mir mal in die Kommentare, was sagt ihr zu König der Besessenen und dem neuen Update von Destiny. Ich finde es nice, Cola mit Eis und Syrok, das Wort von Oryx ist fast down. Und wir geben ihm jetzt den Gnadenstoß mit dem Schwert. So, passt auf, Freunde. Jetzt wählen wir unser Schwert. So, das mit der Munition ist folgendermaßen geklärt. Ja, ein Schlag entspricht einem Schuss quasi. Also haben wir jetzt 10 Schläge mit dem Schwert. Wird ausreichen. Angriff! Zack, 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 zack. This is real Star Wars, liebe Freunde. Mit dem Laserschwert, ey. Awesome. Du hast sein Gesicht gesehen. Es war seine Hand, die Kabale transformiert hat. Oryx, König der Besessenen. Oh mein Gott. Vergiss die Mission. Geh zu deinem Schiff und verschwinde von hier. Okay, wird gemacht. Boss. So, zack, 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 zack. Kein Problem, ey. So, gefolterter Ritter. Wurde gefoltert. Wurde irgendwo angebunden und hat was in seinen Allerwertesten geschoben bekommen. Davon gehe ich jetzt mal aus, so wie der drauf ist, ne? Hallo, was macht er da? Er soll sich nicht vor mir verstecken. Zack! Elektroschock! Bitch! Okay. Sehr nice, Freunde. Die Basis ist verloren. Wir haben Berichte über diese Besessenen von überall im System. Los, ach du Scheiße! Die sind überall. Es ist voll die Seuche, Alter. Das richtige Seuche ist das. Boots. Das war's. Das war's. Unser Schiff landet auf der anderen Seite des Flugplatzes. Beeil dich. Oh, das wird jetzt hier gefährlich. Ja, die können mich nämlich mit ihrem Schild so, ihr seht das, wegstoßen. Und ich will hier nicht runterfallen, ne? Ja, bei aller Liebe nicht, ne? Angriff! Ja, boom! Das Licht ist stark in mir. Nein! Oh! Al-Wakbar! Jetzt wird rasiert, Damenakon! Das ist mein Messer mit Shampoo! Wir sind fast da. So, Freunde, wir sind fast am Schiff. Nur noch ein paar Gegner. Die schaffen wir. Das ist kein Problem. Ich habe nicht mehr lange kommen. Fuck off. Wir scheißen auf die Gegner. Wir haben nur noch 20 Sekunden. Wir schaffen das. Wir laufen einfach. Wir rushen. Scheiß drauf. Der Planet wird sowieso untergehen. Er wird untergehen. Komm schon. Zavala, wir haben es in unser Schiff geschafft. Wir sind auf dem Heimflug.
So, liebe Freunde, das war die erste Mission von König der Besessenen, das dritte DLC von Destiny. Aber, Leute, da wird noch viel mehr kommen. Also dieses DLC bietet wirklich viel. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben und zocken, 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 zocken. Liebe Freunde, wie gesagt, wenn einer von euch Destiny spielt, schreibt mich an, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da oder ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche und ein kleiner Tipp noch nebenbei. Nächste Woche auf jeden Fall einschalten, denn meine kleine Wenigkeit wird eine kleine eigene Sparte bekommen. Und zwar unter dem Namen Hashtag Nachtschicht. Und da werden wir die Creme de la Creme des Horrorgenres spielen, Freunde. Ja, also, schalte nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, Makatze zockt, liebe Freunde, wir sehen uns, bis dahin, ne, tschö.